So, scheint zu gehen, ne? Und hallo und herzlich willkommen zurück. Ich kann ja mal was ganz Böses probieren. Wir gehen mal in die Einstellung. Da. GPU. Bewegungs... Bildrate. Ach hier, Effekte. Das ist aber alles aus, ne? Es reicht ja, wenn es aktiviert ist, glaube ich. Um das zum Absturz zu bringen. So, jetzt machen wir mal hier warten. Das ist Hogwarts Legacy. Hier ist der alte Mann und das ist die gesperrte Mission. Die gab es damals nur für die PS5. Und mit dem irgendeinem Juni-Update gab es die denn jetzt. Ich habe jetzt einen Monat warten müssen. Weil es bei mir einfach nicht ging. Mein Bruder konnte spielen. Muss ich mit ihm reden? Ja, mit Penny. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo. Ich habe mich gefragt, ob Sie Interesse an einem eigenen Laden hätten, samt einer Hauselfin, die Ihnen hilft. Penny ist der Name. Pennys Herrin verkauft diesen Laden und Penny freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Inhaber. Es überrascht Sie vielleicht, dass Penny so ziemlich alles verkaufen kann. Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Mietern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Warum liegt dir das Verkaufen so? Ungewöhnlich für eine Hauselfe. Oh, vor seinem Tod hat Pennys früherer Herr, Mr. Mason, ihr alle möglichen Aufgaben in seinem Laden anvertraut. Penny schätzt, dass ein solches Talent für Hauselfen ziemlich außergewöhnlich ist. Aber Mr. Mason wollte es so und Penny hat es gerne getan. Mr. Mason war ein wundervoller Herr. Aha. Warum herrscht hier ein solches Chaos? Oh, die vorherigen Mieter waren nicht gut organisiert. Sie haben recht früh aufgegeben. Warum? Penny ist bereit, bei der Reinigung und Reparatur zu helfen. Also wird der Laden im Handumdrehen bereit sein. Was für Waren könnte ich denn in dem Laden verkaufen? Waren aller Art. Alles von Diptam-Essenz bis hin zu Mondkalbfell. Wenn es für etwas einen Käufer gibt, kann Penny es verkaufen. Für den besten Preis. Fragen Sie nur Herrin Mason. Gut, dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Oh, fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Hä? Da hinten sollen wir hin? Dann können wir noch ein bisschen drüber. Viel, Joma. Revelium! Die Statue bei Irondale war früher mehr. Ja. Die hat jetzt was gebingt, ne? Das hat man gehört. Na gut. Klettern wir mal weiter. Oh, mir tun die Knochen heute wieder weh. Oh, ich werde alt. Kann ich sagen. Es ist scheiße, wenn man alt wird. Die Knöchelchen. Revelium! Revelium! Oh, Revelio will ich machen. Nur noch Revelio. Da oben irgendwo? Hier drinne?
Durchläufer. Hier sind wir schon. 19 Meter, das ist aber woanders. Revelio. Das war ein Schwebetrank, das war jetzt scheiße. Was ist das da? Nein, hier wird nichts gegessen, das ist alles nicht ganz sauber. Verschlossen, aha. Nee, das war die Musik. Da habe ich mir täuschen lassen. Wir gehen mal. Ah, Entschuldigung. War ja klar. Ach, diese Bude. Da ist sie. Revelio. Hallo, Madame Mason? Ich habe gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen? Aber ja, das stimmt. Sind Sie interessiert? Möglicherweise. Vielleicht. Das hängt von Ihren Bedingungen ab. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Aber, und verzeihen Sie mir die Frage, sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Ich bin sehr wohl in der Lage, einen Laden zu führen. Ich dachte, Sie freuen sich über den Verkauf. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen. Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich verkaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen. Ihr Glaube an mich ist ja überwältigend. Aber ich werde gewiss nicht scheitern. Da ist wieder dieses Selbstvertrauen. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Kommen wir ins Geschäft. Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Warum hatten andere Besitzer hier so wenig Erfolg? Sie wissen sicher, dass es nicht so trivial ist, einen Laden zu führen, wie jene mit weniger Geschäftssinn manchmal denken. Doch Sie haben dabei im Gegensatz zu früheren Inhabern einen entscheidenden Vorteil. Pennys außerordentliche Geschäftstüchtigkeit. Ihre Hilfe wird den entscheidenden Ausschlag geben, sowohl in Bezug auf die Vorbereitung des Ladens als auch auf seinen Erfolg. Ihr Laden hat eine ausgezeichnete Lage. Warum hat ihn noch niemand gekauft? Das stimmt. Aber ich habe gerade erst entschieden, ihn zu verkaufen. Ich bin die Mühe leid. Mein verstorbener Ehemann war von uns beiden der wahre Ladeninhaber und Geschäftsmann. Sie täten gut daran, diese Gelegenheit zu ergreifen, bevor weitere Angebote bei mir eintrudeln. Was genau meinen Sie denn bitte mit Scheitern? Das bedeutet lediglich, dass ich helfen kann, die Verluste abzufangen, sollten Sie das Geschäft aus irgendeinem Grund nicht fortführen können. Mehr nicht. Doch, wie Sie bereits sagten, sind die Chancen dafür verschwindend gering. Das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten. Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. Haben wir denn kein Geld? Wie bitte? Ist das das, was wir haben und das, was wir bezahlen sollen? Hier ist die Quest. Wo sehe ich mein Inventar? Da vielleicht. Gesundheit 4000. Man muss doch irgendwo...
Ah. Wird knapp. Ich weiß, es ist gar nicht so viel, aber den Laden können wir uns leisten. Madame Mason, wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Das ist der Haken. Da ist irgendwas in dem Laden. Penny wird sie dort treffen. Sie hätte die Sachen selber holen können, das wollte sie aber nicht. Sie wird schon ein kleines Banditenlager, was habe ich da gelesen? Es wird schon einen Grund geben, warum und so. Rebellion! Warte mal. Komisch. Anhänger der dunklen Tor. Um zum Bleiben. Komisch. Penny, ich eile mit Weile. Da. Hallo, Penny. Der Laden ist jetzt unser. Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen. Also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Nun gut, gehen wir es an. Penny genau. Ist bereit. Ich nicht. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Vingadium Leviosa. Ich habe wieder falsch gemacht. Das geht hier nicht. Aha. Was soll ich denn jetzt? Das war ein anderer, ne? Warte mal. Den Zauber habe ich hier aber nicht drinne. Wie gesagt, ich muss immer gucken. Was ist das hier? Das. Ach hier, den brauchen wir. Reparo? Reparo brauchen wir, ne? Was ist das? Ist das? Das ist Lumos. Wie wechsle ich den jetzt? RT zum Zuweisen halten. Ach so, dann muss ich hier bloß A drücken, ne? Und mal gucken. Repar. Das wird sicher der erfolgreichste Laden. Oh, Penny kann schon sehen, was möglich ist. Herrin Mason wollte, dass Penny Ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Hältst du schon wieder die Luft an? Penny muss wieder an die Arbeit. Verdächtig. Ein Schlüssel. Wir haben einen Laden. Was ist das? Oh Gott.
Hier ist noch Müll. Da ist nichts Gutes drin. Ja, genau. Kletter rein, Timmy. Kletter rein. Da kann nichts Schlimmes sein. Kletter einfach rein. Oh. Ich kann mich daran erinnern. Wilde Kämpfe, für die ich nicht mehr gewappnet bin. Aber ich fange das Spiel doch deswegen jetzt nicht neu an. Und das war hier nicht so ein Ding da, bumm, da, in dem, da war was drin, was Wichtiges. In der Mitte da. Ah, ah, ah. Was hast du erwartet, Timmy? Und die Leiter auch, natürlich. Ja, immer schön überall rein. Timmy, was tust du bloß? Erkunde, was darunter liegt. Rebellion. Da unten ist irgendwas. Guck mal, da ist was Blaues. Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Hier. Was ist denn das für ein Hut? Ein Schieber. Eine Schiebermütze, die Penny gehört hat. Das haben wir hier alles. Oh Gott, wenn ich das noch alles wüsste, was das alles war. Alles vergessen. Alles. Rebellion. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Die stehen hier alle so nicht rum. Nicht gerade besonders einladend. Oh. Oh, wie schön, jemand zum Spielen. Harte Arbeit macht ihm wohl nichts aus. Mit einem so entschlossenen Gast wird's wahrlich lustig. Zumindest für mich. Fastidio. Rebellion. Hier geht's ja nirgendwo weiter. Ich glaube, Lumius habe ich jetzt weggemacht, ne? Da habe ich den Reparo reingebaut. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Das ist Lumius, ne? Ja, Lumos. Lumos. Ich weiß erstmal nicht, was ich hier machen soll. Hier sind Wände. Die ist neu. Ah. Na dann mal weiter. Das Turm. Wer ist da? Ach, hier. Da waren sie. Ein Puppenspieler? Rebellion. Uiuiuiui. Passiert das jedes Mal?
Warum sind da unten so rot? Guck mal hier. Ach du Kacke. Steht denn da drauf? Schlumpi? Guck mal, wir spielen jetzt hier schon 20 Minuten ohne Probleme. Das haben die tatsächlich gefixt gekriegt. Irgendwas mache ich hier aber wieder nicht richtig. Böse Puppe! Mach alle Puppen putt! So, und nu? Ah, hier hängt ja noch mehr rum. Nee, das geht nicht. Revelio. Da poltert einer, ne? Irgendwo poltert hier einer wie verrückt. Und hier geht ja auch keine Interaktion mehr. Lumos. Wir werden jetzt in jeden Winkel leuchten. In jeden! Was war das? Aha. Fledermäuse. Toll. Accio. Ach so, schon wieder. Kann ich eigentlich hier speichern? Wartet mal. Wo macht man das noch? Hier? Bei Einstellungen nicht, ne? Spiel speichern. Da, jetzt könnt ihr mal gucken, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Raum der Wünsche, manuelles Erkunden. 23. Hat er hier gar keinen Spielstand gespeichert? Ne, ich habe noch keinen gespeichert, ne? 2.7.24. Das ist alles schon lange her, ne? Da kann man nichts mehr wissen. Ich werde denn jetzt hier Feierabend machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin jetzt müde. Mal gucken, vielleicht geht ja dann morgen Microsoft wieder. Ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.